Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Abend heißt, heute Nacht heißt Vertrauensbruch. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das Vertrauen von anderen Menschen schon herbe missbraucht haben und gebrochen haben. Und ich möchte mit Leuten sprechen, deren Vertrauen man missbraucht hat. Also die Opfer von der ganzen Geschichte. Also Vertrauensbruch heißt unser Thema heute Abend. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wie immer die Telefonnummer 0800 220 50 50 oder die Mailadresse domian@wdr.de. Vertrauensbruch. Unser Thema, erster Anrufer ist die Maler, stimmt das? Hallo? Hallo. Ist Maela. Maela, 19 Jahre alt. Hallo Maela. Ja, hallo. Ja, Vertrauensbruch. Hat man dein Vertrauen missbraucht oder... Ist es umgekehrt? Nein, doch, man hat also meins sehr missbraucht, seitens meines Vaters. Mhm. Was ist genau passiert? Ja, also die ersten 2 Jahre habe ich meinen Vater gar nicht gekannt. Der ist nach meiner Geburt halt irgendwie verschwunden. Meine Mutter war noch sehr jung. Und nach 2 Jahren tauchte er wieder auf. Mhm. Und also insgesamt war die Beziehung so teilweise liebevoll, aber es hatte halt immer einen Schatten. Also, zwischen dir und dem Vater? Ja, er hat mich halt schon sehr früh angefangen zu missbrauchen und später dann kam auch Misshandlung dazu. Wie alt warst du, als er dich sexuell missbraucht hat? Also das, was ich heute so rausgefunden habe, ne, in der Therapie war halt so schon 2 Jahre war ich da alt ungefähr. Mhm. Also ganz genau kann man es nicht sagen, aber... Wie kann man das in der Therapie rauskriegen? Weil die Erinnerung geht ja nicht so weit. Ne? Wie kriegt man das raus? Also bei mir war es so, dass ich, je länger die Therapie gedauert hatte, halt immer belastendere Träume hatte und die nie einordnen konnte. Mhm. Und wir haben das dann versucht, so zeitlich zu ordnen. Ja. Und sind dann schon drauf gekommen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr früh angefangen hat bei mir. Man muss das, es ist jetzt auch fast egal, jetzt in der Beurteilung der Sache, ob es nicht das zweite oder dritte Lebensjahr ist, das Ganze ist schlimm genug und dramatisch genug. Mhm. Zudem dann auch, du sagst, missbraucht und das hat sich noch gesteigert hinterher? Ja, also das wurde halt so für mich, also von meinem Empfinden her, was ich noch weiß, wurde das halt immer schlimmer, je älter ich wurde. Mhm. Also irgendwann hat dann mein Vater halt auch angefangen zu trinken. Mhm. Und gerade da war er sehr, sehr aggressiv. Also das heißt, er hat dich auch, er ist gewalttätig dir gegenüber geworden. Ja. Also, hat dich geschlagen. Ja, auch das. Wie viele Jahre ist er dir sexuell zu nahe getreten? Also das hat eigentlich erst aufgehört, als ich 15 Jahre alt war. Mhm. Da habe ich einen Suizidversuch begangen, weil ich einfach aus dieser Situation nicht mehr rauskam. Ja. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Hat dein Vater in diesen Jahren mit dir geschlafen? Ja, das auch. Hm. Auch schon, als du noch sehr klein warst? Ja, also das fing ungefähr an, als ich 6, 7 Jahre alt war. Hm. Und ja, also dann fehlen mir halt auch Erinnerungen. Das heißt, im Prinzip deine ganze Kindheit, die ganze Jugend und Kindheit ist in der Erinnerung... fest verknüpft mit diesen Erlebnissen. Ja. Das heißt, du bist so aufgewachsen und kanntest gar nichts anderes. Ja, also das war auch für mich ein völliger Schock, als ich aus diesem Milieu erstmal raus war. Mhm. Weil ich auch bis zu meinem 12. Lebensjahr geglaubt habe, so das ist alles völlig normal und es passiert jedem Mädchen. Und Du hast in dieser Zeit, als du Kind warst und Jugendliche, hast du niemandem davon erzählt? Nein. Hat er dir gedroht? Ja, der hat das auf eine sehr spezielle Art gemacht. Also er hat mir zum einen auch gedroht, natürlich, und zwar mit meinen Geschwistern. Ich habe noch 3 Geschwister, 3 kleine, die sind alle jünger als ich. Was hat er gedroht? Ja, dass wenn ich da was sagen würde, dann würde er zum Beispiel sich an meinem kleinen Bruder vergehen
Und das ist für mich was ganz Schlimmes, weil ich mich lange Zeit auch fast alleine um die drei gekümmert habe. Versteht man, wenn man selbst Opfer von Vergewaltigung ist und man damit groß geworden ist, versteht man überhaupt so eine Androhung, ich vergehe mich auch dann an dem kleinen Bruder? Ja, das schon. Das heißt, du hast intuitiv schon gemerkt, das ist was Schlimmes und ich möchte gerne den Kleinen davor schützen. Ja. Ja. Also hast du dich damit erpresst. Jetzt hast du gerade gesagt im Nebensatz, dass du eine Weile dich fast um die Geschwister alleine gekümmert hast. Mhm. Wo war deine Mutter? Ja, also als ich 11 war, haben sich meine Eltern getrennt. Mhm. Und meine Mutter war dann halt mit uns Vieren alleine zu Hause. Mein Vater lebte ganz in der Nähe, deswegen ging das auch weiter. Und sie ist dann arbeiten gegangen. Und das wurde immer mehr und immer mehr. Und irgendwie war ich dann irgendwann fast alleine mit den dreien. Mhm. Und habe halt auch so größtenteils Haushalt gemacht. Bin auch teilweise zu den Elternabenden in der Schule gegangen von meinen beiden Schwestern. Verstehe, ganz früh in die Rolle der Erwachsenen hineingedrängt werden. Und da der Vater in der Nähe wohnte, warst du ihn auch nicht los, nachdem die Eltern sich getrennt haben. Weiß nicht. Diese Übergriffe, diese sexuellen Übergriffe, die Vergewaltigungen, kam das wöchentlich, monatlich vor? Das war sehr unterschiedlich. Also manchmal kam es ganz oft vor, dann war wieder ein Monat Ruhe. Mhm, das war, zum einen kam es drauf an, wie er drauf war, zum anderen auch so, wie meine Mutter halt da war. Kannst du dich erinnern, was du während dieser Vorgänge, der sexuellen Vorgänge, was du da empfunden hast? Ja, so ein bisschen kann ich mich noch erinnern. So, als ich 6, 7 war, ist natürlich ein extremer Schmerz auch. Weil er ist im Verhältnis zu mir natürlich wesentlich größer, schwerer. Ich war immer ganz klein und zierlich. Es ist eine wahnsinnige Hilflosigkeit, Ohnmacht und einfach nur Angst. Also ich hatte wirklich wahnsinnige Angst. Wenn man mit einem so kleinen Mädchen schläft, als erwachsener Kerl, wird das Mädchen dann nicht verletzt im Genitalbereich? Ja, also ich hatte auch sehr viele Verletzungen in meiner Kindheit schon, wodurch ich natürlich heute auch schon gesundheitlich sehr viele Probleme habe. Inwiefern? Ja, ich habe verschiedene Verletzungen, also Brüche auch, Knochenbrüche, von denen ich bisher nichts wusste. Die er dir zugefügt hat? Ja. Mein Gott. Das muss halt jetzt auch alles behandelt werden und das ist ein einziges Hin und Her. Also das waren Knochenbrüche, die du gar nicht so mitbekommen hast? Nein, die habe ich nicht als solche empfunden, also ich war damit auch nie beim Arzt. Das heißt, die sind dann irgendwie schief verwachsen und dadurch hast du nachfolgende Beschwerden? Ja, also ich habe vor allen Dingen mit dem Rücken Probleme und auch mit einer Rippe, was eventuell jetzt nochmal operiert werden muss. Jetzt hast du gerade gesagt, mit 15 bist du da rausgekommen. Ja. Wohin bist du dann gegangen? Ja, ich habe ja diesen Suizidversuch gemacht und bin dann in eine Klinik gekommen und war dort ein halbes Jahr, wobei das auch für mich persönlich eine sehr schlechte Erfahrung war und bin danach halt sehr weit weggezogen. Alleine oder mit deiner Mutter? Ja, meine Mutter ist hier hochgezogen auch und musste ich ja zwangsläufig mit, weil sie noch vorgeberechtigt war, aber ich bin nicht wieder nach Hause gezogen. Also nicht mehr zur Mutter und zu den Geschwistern, aber in der Nähe der Mutter geblieben schon. Ja. Machst du deiner Mutter Vorwürfe, dass sie das nicht bemerkt hat? Dass sie es nicht bemerkt hat, da mache ich ihr keine Vorwürfe, weil ich sage so, mein Vater war da einfach auch zu geschickt, dass sie es mehr hätte merken können. Dennoch frage ich mich so, merkt eine Mutter nicht, wenn mit dem Kind irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn es verstört nach Hause kommt? Ich weiß es nicht, frage es. Ja, also ich sage für mich, eigentlich hätte sie es merken müssen, weil ich hatte jede Menge Verhaltensauffälligkeiten auch. Letzten Endes war es auch Selbstverletzung, wovon sie auch wusste. Hat nie was dagegen getan, hat auch kaum nachgefragt. Und ich glaube, das war ihre eigene Hilflosigkeit, weil sie noch selber noch sehr jung ist. Also heute, du bist jetzt 19 Jahre alt, das Ganze liegt ja noch gar nicht so weit zurück. Ja. Also du würdest nicht sagen, du hast Zorn auf deine Mutter? Nein, also in der Form, dass ich es nicht gemerkt habe, nicht. Das Einzige, was ich ihr schon zum Vorwurf mache, ist, dass sie mir heute auch immer noch keinen Glauben schenkt.
Sie sagt, das ist alles nie wahr und... Das sagt sie wahrscheinlich auch, um sich selbst zu belügen, weil sie diese Katastrophe nicht ertragen kann, die sie mit zu verantworten hat. Ja. Du bist in Therapie, hast du gerade gesagt? Nein, nicht mehr. Also, nicht mehr? Wurde auch abgebrochen. Und ist der Vater angezeigt worden? Nein. Warum nicht? Habe ich nie gemacht. Also warum, das kann ich kaum sagen. Also ich habe zum einen natürlich Angst vor dem Gerichtsverfahren, weil... natürlich Aussage gegen Aussage steht. Also ich habe mal ein Gespräch mit dem Anwalt gehabt und da irgendwie auch keiner so bereit ist, was zu sagen beziehungsweise gegen ihn auszusagen, weil angeblich keiner was gemerkt hat und auch meine Mutter sich hinter meinen Vater stellt, habe ich sehr schlechte Karten, das irgendwie zu beweisen. Die anderen Geschwister sind, wie weit sind die auseinander von dir, vom Alter? Also mein Bruder ist 10 Jahre von mir auseinander und so meine beiden Schwestern 6 und 4 Jahre. Ja. Bist du sicher, dass denen nicht auch das Gleiche widerfahren ist, oder? Nein, da habe ich sehr drauf geachtet in meine Kinder. Da bist du sicher? Ja, da bin ich ziemlich sicher. Also das habe ich irgendwo immer kontrolliert. Die Therapie, in der du warst, hast du den Eindruck gehabt, dass, dir das was gebracht hat, dass dir das geholfen hat? Also es hat mir schon irgendwo anfangen geholfen, also wieder zumindest halbwegs klarzukommen. Natürlich habe ich viele Schwierigkeiten, auch gerade im schulischen Bereich und so weiter. Das heißt, ich interpretiere daraus, dass du sagst, ich habe so einigermaßen wieder Fuß gefasst, aber ich bin noch ziemlich weit davon entfernt, so wieder richtigen, ja, wieder richtig bei mir zu sein. Ja, also es ist halt, man ist selber, also habe ich zumindest das Gefühl, als ob ich von mir getrennt wäre, als ob ich gar nicht richtig da wäre. Ich frage mich oft so, ja, wo bin ich eigentlich gerade? Würdest du denn nochmal einen Anlauf machen wollen und nochmal in eine Therapie gehen? Das ist halt die Frage, inwieweit das nochmal finanziert wird. Das ist ja heute immer sehr schwierig, dass man noch so eine Therapie dann finanziert bekommt. Würde ich dich gerne gleich beraten lassen von meiner Psychologin. Auch was diese formalen Dinge anbelangt, weil ich finde, dass das unbedingt sein sollte. Einmal um dich weiter zu stabilisieren und vielleicht auch um in dieser Therapie zu entscheiden, ob nicht vielleicht doch der Schritt unternommen wird, ihn anzuzeigen, den ich eigentlich gut fände, ich dich aber nicht bedrängen möchte, weil das musst ganz allein du entscheiden, ob du das möchtest und ob du das auch aushältst. Weil das ist ja dann nochmal eine enorme Belastung, wie du auch richtig sagst. Auf jeden Fall. Maela, ich möchte, dass wir das jetzt mal hier auf dem Sender abbrechen und dass du jetzt mit meiner Psychologin, mit der Simone sprichst. Ich finde, dass du das sehr, sehr klar und sehr, ja, sehr überzeugend und klar erzählt hast gerade und sehr tapfer erzählt hast. Nach, wir alle erahnen ja, was für ein Unglück dir angetan wurde. Also Respekt auch, dass du angerufen hast und den Mut gehabt hast, das hier zu erzählen. Das macht man ja auch nicht so mit links. Ja, es ist halt auch, irgendwo möchte ich schon anderen Betroffenen auch aufzeigen, einfach zu reden, weil mit sowas kann man nie alleine bleiben. Nein, das habe ich gelernt, da geht man wirklich kaputt bei. Ja, ja. Und da zerbricht auch zu viel dann für einen selber. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe und ganz, ganz viel Kraft, dass du irgendwann auch wieder ein ganz normales Leben führen kannst. Ja, jetzt legst du bitte, jetzt legst du bitte auf und die Simone ruft dich an. Okay. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Abend, ihr Lieben, heißt Vertrauensbruch, Vertrauensmissbrauch, Vertrauensbruch. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, deren Vertrauen missbraucht wurde, gebrochen wurde. Oder ich möchte mit Leuten sprechen, die das selbst getan haben, denen, die ihr vielleicht irgendwie Vertrauen geschenkt bekommen habt von jemand anderem und ihr habt dieses Vertrauen gezielt missbraucht. Und habt vielleicht jetzt ein sehr großes schlechtes Gewissen und kommt nicht gerade mit dem, was ihr da angestellt, was ihr getan habt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns unter domain@wdr.de. Und weiter geht es mit Sabine und Sabine ist 20 Jahre alt. Hallo Sabine. Hallo. Sabine, Vertrauensbruch, Vertrauensmissbrauch, unser Thema. Also bei mir geht es darum, dass mein Vertrauen missbraucht wurde. Ja. Und zwar von meinem ehemals besten Freund. Den ich über 6 Jahre lang hatte. Und zwar war es so, Ende des letzten Jahres, im Dezember, habe ich Diagnose Darmkrebs bekommen. In deinem Alter schon, mit 20? Ja, aber das ist so zu erklären, ich leide seitdem ich 15 Jahre alt bin an Morbus Crohn, das ist eine chronische Darmerkrankung.
Und da ist das Risiko, dass man das bekommt, schon etwas höher. Zwar auch nicht wahrscheinlich, aber man kann es bekommen. Mhm. Deswegen war es nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Aber es wurde ja sehr früh erkannt und ja. Auf jeden Fall war es dann so, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich wusste auf jeden Fall eins, ich kann es eigentlich nicht erzählen und habe mich dann an meinen besten Freund gewandt ja. und an meinen damaligen Ex-Freund, zu dem ich damals auch schon wieder ein besseres Verhältnis hatte. Mhm. Wir hat auch wieder sehr uns angenähert haben. Mhm. Aber wir sprechen jetzt über den besten Freund, ne? Mit dem du 6 Jahre... Ehemals besten Freund. Ehemals ja. besten Freund, genau. Mhm. Und so, dann... Dem hast du das so gesagt, dem hast du die Diagnose erzählt. Ja, und ich habe ihn gebeten, es niemandem zu erzählen, weil ich Angst hatte, dass meine Eltern es erfahren. Ja. Ich habe es ihm eindrücklich mehrmals gesagt. Ja. Er hat es eigentlich auch... Eigentlich dachte ich auch, er hätte es niemand erzählt. Wie gesagt, es wussten 3-4 Leute, die konnte ich an einer Hand abzählen. Mhm. Dann war es so, vor 2 Monaten ungefähr hatten wir in unserer Clique einen riesen Streit mit ihm. Er hat ihn verursacht. Mhm. Und danach haben wir uns von ihm halt gelöst und gesagt, komm, verpiss dich auf gut Deutsch, weil es einfach nicht mehr ging. Mhm. Er hat sich so saumäßig benommen. Naja, und jetzt habe ich halt in den letzten 2 Tagen hinterrücks erfahren. Auch zufälligerweise bin ich durch die Stadt gelatscht und wurde angesprochen von Leuten, die ich eigentlich nur flüchtig kannte, so von wegen, sag mal, der hat mir erzählt, der und der, du hast Krebs. Und ich stand dann natürlich da wie blöd. Sehr schön. Und dann habe ich von jemand, den ich auch nur so halt eine Bekanntschaft hatte, habe ich eine E-Mail bekommen von wegen, du wurdest übrigens als Lügnerin bezichtigt, dass du erzählt hättest, du hättest Krebs und hast es nicht. Also man hat es dann rumgedreht. Ja, er hat es rumgedreht. Mhm. Er hat die übelsten Gerüchte über mich verbreitet. Mhm. Also auf jeden Fall das alles wahrscheinlich aus Hass, weil wir uns von ihm gelöst haben. Obwohl diese Freundschaft, dass wir die Freundschaft mit ihm gelöst haben, hatte nichts mit dieser Sache zu tun. Mhm. Absolut nicht. Und ich dachte einfach von wegen, trotz dessen behält er das für sich. Ja. Ich finde auch, wenn man einen Streit hat, wenn man auch vielleicht eine Verbindung auflöst, muss so eine Grundloyalität da bleiben. Dass man Sachen einfach für sich behält und nicht alle Dämme bricht und so etwas tut, wie jetzt in deinem Fall passiert ist. Ist er so alt wie du, auch 20 Jahre alt? Der ist, ja, 2 Jahre älter. Sogar 2 Jahre älter. Mhm. 6 Jahre, aber ihr hattet keine Beziehung, es war dein bester Freund. Nein, wir hatten anfangs irgendwie so ein kleines Techtelmechtel, aber das vor Urzeiten. Das ist ewig, ja. Mhm, ja. Wissen denn deine Eltern jetzt auch schon von der Diagnose? Nein. Sie dürfen es auch jetzt immer noch nicht erfahren. Aber jetzt hast du natürlich Angst, dass wenn er geredet hat, das ist natürlich irgendwie auch... an meine Eltern rankommt, an meine Familie. Und ich habe halt auch Angst, dass er mir alles kaputt macht, weil es sieht so aus, als wenn er noch irgendwelche Gerüchte über mich verbreitet und auch meine Freunde, die ich jetzt noch habe, auch irgendwie gegen mich ausspielt. Davor habe ich halt sehr, sehr Angst momentan. Es ist ausgesprochen gemein. Weil ich auch nicht weiß, wie ich mich rechtfertigen soll, weil ich irgendwann Angst habe, mir glaubt keiner mehr. Jetzt sag du mir doch erstmal, wie die Situation deine Krankheit betreffend im Moment ist. Wie geht es dir? Mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Ich habe momentan keine Behandlung in dem Sinn. Ich habe momentan so eine Ruhepause. Bist du schon behandelt worden? Ich bin schon behandelt worden. Was hat man gemacht? Man hat das medikamentös behandelt. Das kann man. Das ist das so eine Art... Anfangsstadium, ja. Also keine Operation? Keine Operation, weil da wäre ich körperlich nicht in der Verfassung zu gewesen. Sie mussten eine andere Operation machen, weil zu der Zeit hatte ich auch noch eine Gebärmutterentzündung. Mhm. Wie hat man das überhaupt entdeckt, diesen Darmkrebs? Durch einfach eine Kontrolluntersuchung. Aufgrund der Morbus-Crohn-Erkrankung? Ja, aufgrund der Erkrankung. Mhm. Und das war so frühzeitig ist entdeckt, dass man das medikamentös erstmal behandeln kann und im Moment geht es ja einigermaßen gut. Mir geht es einigermaßen gut. Warum? Es sieht auch nicht so aus, als wenn es demnächst wieder schlimmer wird. Mhm. Warum hast du so eine Angst, dass deine Eltern das erfahren? Das ist schwer zu sagen. Meine Eltern haben Alkoholprobleme. Mhm. Das ist schon mal der erste Grund. Dann ist noch so, dadurch, dass ich halt schon so lange krank bin und war, machen meine Eltern sich sehr, sehr viel Sorgen um mich. Ich hatte auch schon, wir sind vor 97 sind wir von Bayern nach Norddeutschland gezogen. Das war schon mal ein sehr großes Einschnittserlebnis. Seitdem ging es eigentlich mit mir nur bergab. Mhm. Sie haben sich immer nur Sorgen um Gedanken um mich gemacht. War eigentlich auch immer sehr schlimm, so bisher die letzten 7, 8 Jahre. Das heißt, du willst es deinen Eltern nicht sagen, weil du Angst hast, dass sich deine Eltern noch mehr Sorgen machen? Ja, und dass vielleicht noch schlimmer wird. Sie haben schon genug Probleme und ich möchte ihnen das einfach nicht zumuten, weil ich genau weiß, wie sehr sie damit nicht klarkommen werden. Wir kommen noch dazu, mein Bruder ist halt
Medizinstudent. Mhm. Ich habe einfach auch Angst, dass er dann, ich habe so die Befürchtung, dass das Medizinstudium dann abbrechen wird. Warum? Weiß nicht, er hat sowieso schon immer so Probleme, weil seine kleine Schwester sowieso schon immer krank ist und immer gesundheitliche Probleme hat. Mhm. Ich schätze ihn einfach so ein, ich kenne ihn sehr gut. Also, das kann ich schwer nachvollziehen. Ich kann mir vorstellen, wenn deine Eltern selbst sehr problembeladen sind und Alkoholiker sind, kann ich deine Sorge verstehen, dass du sagst, wenn die das erfahren, die könnten mir sowieso nicht helfen, dann, die würden es noch viel schlimmer machen. Sagten die noch mehr ab. Bei dem Bruder kann ich das nicht nachvollziehen, wenn er Medizinstudent ist und er jetzt erfährt, dass du noch... Er würde sich auch viel zu viel Sorgen machen. Mhm. Kann es auch sein, dass du dir ein bisschen sehr viel Sorgen immer über die anderen machst? Und ja, das ist. Mhm. Ich opfere mich sehr, sehr auf für andere Leute, die ich sehr lieb habe. Das höre ich gerade schon raus. Ich glaube, dass du es da auch ein bisschen übertreibst. Denn jetzt geht es erstmal um dich und die anderen sollen sich ruhig Sorgen um dich machen. Ja, aber ich glaube nicht, dass meine Eltern mir da sehr helfen könnten. Die würden es nur schlimmer machen, weil all die Krankheitsjahre war es auch sehr, sehr schwer. Aber meine Mutter hat mich immer überbetüttelt, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Das war auch, sie hat mich sehr, sehr eingeengt und mir keine Freiräume gelassen. Mich immer kontrolliert, das tut sie heute noch. Ja, das mag sein mit den Eltern, aber ohne jetzt deinen Bruder zu kennen, könnte ich mir fast vorstellen, dass dein Bruder vielleicht sogar auch froh wäre, wenn du ihm so ehrlich gegenübertreten würdest. Aber er würde es nicht verstehen, meinen Eltern das nicht zu erzählen und er würde es ihnen erzählen. Also das heißt, du würdest dann wieder noch mehr unter Druck gesetzt von ihm und ja. für dich würde auch alles noch schwieriger. So, jetzt lass uns aber mal gemeinsam darüber reden. Die Situation ist jetzt schlimm. Da ist ein alter Freund, dem hast du so etwas Intimes anvertraut und der quatscht das rum. Das ist mit das Mieseste, was man machen kann. Vor allen Dingen, du bist eine kranke junge Frau und dir das auch noch anzutun. So, es ist irgendwie in der Welt. Jetzt ist die Frage, lässt es darauf ankommen und sagst wirklich auch gar nichts? Oder versuchst du vielleicht dem entgegenzuwirken, indem du doch mit deinen Eltern und deinem Bruder sprichst, damit die das nicht von irgendwelchen anderen Leuten erfahren? Ich weiß nicht. Ich habe halt so das Ding, weil es momentan ja wirklich wieder einigermaßen geht. Ja, umso besser. Dann kannst du auch gleich beruhigen und kannst sagen, es ist wieder alles im Lot und die... Ich habe halt eine richtige Scheißangst davor, ihnen das zu erzählen, weil ich genau weiß, wie sie damals reagiert haben, als ich die Darmkrankheit bekommen habe. Mhm. Weil das ist ja auch so, dass man da eine geringere Lebenserwartung hat, man ist sehr, sehr eingeschränkt. Auf der anderen Seite mache ich mir Sorgen, dass du jetzt auch wiederum dann so eine Angst hast, dass das irgendwie durchsickern könnte. Und wenn man so eine Erkrankung hat wie du und dann so von Angst besessen ist, ist das nur wirklich alles andere als gut. Ja, ich habe ja auch Angst, dass mein ehemaliger bester Freund mich gegen meine jetzigen Freunde ausspielt. Siehst du, das ist alles schlimm. Ich finde, das Wichtigste, was für dich nötig wäre, dass du entspannt erstmal. Entspannst. Du bist ja völlig verkrampft und voller Ängste, da könnte das passieren und jenes rauskommen und so weiter. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Bruder? Eigentlich relativ gut. Mhm. Er ist ja auch nicht zu Hause bei uns, sondern er ist ein bisschen weiter weg. Wie alt ist er? Er ist 2 Jahre älter als ich. 2 Jahre älter. Mhm. Wäre denn das vielleicht doch eine Möglichkeit, ihn quasi so als Vertrauensperson mit einzubeziehen? Ich weiß nicht. Und ihm auch die Ängste zu schildern, ihm auch das einfach mal alles so hinzulegen. Er würde sich wahrscheinlich sehr verpflichtet fühlen, das meinen Eltern zu erzählen. Und wenn du ihm das so erklärst, dass es für dich vielleicht dann auch schlimmer wäre, ich meine, er studiert Medizin, er muss ja da auch eine gewisse Sensibilität entwickeln, dass du es ihm einfach so haarklein erklärst, was deine Ängste ausmacht. Ich fände es so toll, wenn du einen Verbündeten hättest, deswegen sage ich das so. Ich hatte ja einen Verbündeten, der hat mich ja auch sitzen lassen, es war nochmal jemand anderes. Mein Ex-Freund. Also du hängst ziemlich in der Luft. Ja, ziemlich. Du hängst ziemlich in der Luft und weißt nicht recht, was du machen sollst. Also ich weiß, meine Familie kann mir nicht helfen. Das ist so der Punkt, weil ja. Das war auch bei vielen anderen Situationen schon so. Das glaube ich. Dennoch würde ich an der Stelle doch nochmal über die Variante mit dem Bruder nachdenken. Da bin ich noch nicht so von überzeugt, dass das falsch ist. Ich glaube, da machst du dir ein bisschen zu viel Sorgen auch über deinen Bruder. Was deine Eltern anbelangt, das respektiere ich, deine Sorge. Hast du denn auch, bist du in einer psychologischen Betreuung auch im Moment? Nee, gar nicht. Was dir auch sehr gut täte, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe halt immer gedacht, von wegen, ich schaffe das so, weil mit der Krankheit habe ich ja auch einigermaßen gut hingekriegt. Ich glaube, du übernimmst dich ein bisschen, Sabine. Du hast schon eine harte Krankheit am Hals.
Und musst dann auch, dann hast du Alkoholiker als Eltern und hast von der Situation Angst und von der Entwicklung. Ich glaube, es täte dir so gut, wenn du einen Menschen hättest, wo du einfach, jetzt rufst du mich auch an, wo du einfach mal so reden kannst und man gemeinsam berät, was zu tun ist. Ja, momentan ist es halt so, ich habe halt Angst, um jemandem was zu erzählen, dass es mir hintenrum wieder anders ausgelegt wird. Mhm. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt weitersprichst. Okay. Und vielleicht hat die Simone auch noch eine Idee, was du vielleicht zusätzlich noch tun könntest. Ich fände das ganz gut, wenn noch was geschehen würde. Okay. Ja? Dann legst du bitte auf, Sabine, und wir rufen dich gleich wieder an, okay? Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Das war Sabine. Und hier ist die Tanja zu unserem Thema Vertrauensbruch. Hallo Tanja, 35 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo. Ja, du hörst mich? Ja. Ja. Tanja, ja. Ist dein Vertrauen missbraucht worden oder hast du das Vertrauen eines anderen Menschen missbraucht? Mein Vertrauen ist missbraucht worden und zwar von meinem Mann. Mhm. Was ist passiert? Er ist mit einer Freundin von mir fremdgegangen. Meine Freundin hatte ein schlechtes Gewissen, hat mir das gebeichtet. Mhm. Und ja, da sind auch andere Dinge passiert, dass er auch gewalttätig war. Und wann ist denn dieses Fremdgehen passiert? Wie lange liegt das zurück? 6 Wochen. Ach so, frisch noch. 6 Wochen. Ja. Ist das einmal passiert? Ja. Mhm. Und ist es rausgekommen durch Sie? Ja, durch meine Freundin. Die hat es dir erzählt? Ja, weil sie ein schlechtes Gewissen mir gegeben hat. Hast du ihn daraufhin dann auch angesprochen? Ja, natürlich. Oh. Er hat es abgestritten. Ja. Aber du glaubst der Freundin, dass es so passiert ist? Ja, weil er ist eigentlich ein Mensch. Also wenn der guten Morgen sagt, sollte man am besten rausgucken, ob es nicht Abend ist. Aber dann musst du, dann ist das Vertrauen, ja, ist das ja ein doppelter Vertrauensbruch. Dein Mann hat das Vertrauen kaputt gemacht und deine Freundin ja auch. Sie ist ja mit dem in die Kiste gegangen. Was denkst du über sie? Ich glaube ihr, dass es ihr wirklich leid tut. Aber dass sie es gemacht hat, nimmst du ihr das übel? Ja. Die Freundschaft ist natürlich kaputt. Die ist kaputt. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Über 3 Jahre. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Er wird gewalttätig auch dir gegenüber? Ja. Was genau macht er? Schlagen, Zigaretten auf den Körper ausdrücken und solche Späße. Er drückt die Zigaretten auf deinem Körper aus? Ja. Wo am Körper? Überall. Überall? Ja. Im Gesicht auch? Auf der Arme, auf die Beine, auf dem Bauch. Das kommt oft vor? Ja. Ich habe mich jetzt vor 2 Wochen, nachdem das rauskam, habe ich mich von ihm getrennt und bin jetzt im Frauenhaus. Ach, du bist jetzt im Frauenhaus. Ja. Das ist aber wirklich ein guter Schritt. Das ist wirklich ein guter Schritt. Wie oft hat er dich denn geschlagen in den letzten Jahren? Mehrmals. Mehrmals. Und schlimm? Ja. War der am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, war er da anders, oder? Ja, total. Wann kippte das denn? Ungefähr ein halbes Jahr, nachdem er geheiratet hat. Ich bin ganz entsetzt. Ich meine, das Schlagen ist schon schlimm genug. Aber wenn ich mir vorstelle, dass er auch die Zigaretten auf deinem Körper ausgedrückt hat. Wie lange bist du jetzt im Frauenhaus? 2 Wochen. Tanja, wie ist das? Darfst du? Ich fände das gut, wenn du es mal erzählen würdest, um auch anderen Frauen zu helfen oder einfach mal andere Frauen aufzuklären, die in ähnlicher Lage sind. Wie hast du das gemacht? Hast du da angerufen bei dem Frauenhaus? Wie ging das? Ich habe bei der Seelsorge angerufen. Die haben mir eine Telefonnummer gegeben. Mhm. Und da habe ich dann angerufen. Und dann haben die Frauen da gesagt, du kannst vorbeikommen? Ja, die haben mir dann die Adresse gegeben, bzw.
beziehungsweise einen Treffpunkt abgemacht, ja, und habe mich dann abgeholt. Mhm. Du hast schnell deine Sachen gepackt, die wichtigsten Sachen, die du brauchst? Ich bin ohne Sachen dahin gegangen. Ohne Sachen, weil du so Angst hattest? Ja. War da kurz vorher auch nochmal ein gewalttätiger Übergriff passiert? Ja. Was hat er da gemacht? Auch geschlagen. Hat er dich so geschlagen, dass du auch neben den Verletzungen durch das Ausdrücken mit den Zigaretten auch verletzt warst? Ja, ich hatte auch schon Brüche gehabt. Knochenbrüche. Und warst dann da im Krankenhaus damals oder hast du es so verheimlicht? Da habe ich gesagt, ich wäre gefallen. Mhm. Haben die das geglaubt im Krankenhaus? Nein. Zumal sie das auch mit den Narben von den Zigaretten gesehen haben. So, dann gab es einen Treffpunkt und dann bist du mit, da war dann eine Frau von dem Frauenhaus und dann bist du ins Frauenhaus mit der Frau gegangen. Ja. Wie ist das da jetzt? Hast du dein eigenes Zimmer oder wohnst du da mit einer anderen Frau zusammen? Nein, da hat jede Frau sein eigenes Zimmer. Mhm. Und wie lange kannst du da bleiben? So lange, bis dass ich quasi mein Leben im Griff habe, dass ich eine Wohnung habe und so. Würdest du sagen, wenn jetzt Frauen zuhören, die was Ähnliches wie du durchgemacht haben, dass das auf jeden Fall ein guter Schritt ist, in das Frauenhaus zu gehen? Auf jeden Fall. Du fühlst dich da im Moment sicher und geborgen? Ja. Mhm. Was machst du da den ganzen Tag so? Ja, ich kümmere mich jetzt um eine Wohnung, dass ich eine eigene Wohnung kriege, dass ich mein Leben im Griff kriege. Mhm. Weil ich fange mit null wieder. Mhm. Hast du Angst, dass er irgendwas dann tut, wenn du aus dem Frauenhaus raus bist? Ich habe Angst, dass er mich findet, ja. Mhm. Helfen die Frauen dir auch dabei, dass du anonym hinterher untertauchen kannst erstmal? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Aber du bist auf jeden Fall sicher, dass er nicht in dieses Frauenhaus kommt. Das ist so geheim, das findet er nicht. Richtig, vor allen Dingen, weil ich wo ganz anders in einem ganz anderen Ort bin. Hast du eine Ausbildung gemacht? Welchen Ort ich jetzt nicht sagen Nein, kann. Nein, um Gottes Himmels Willen, das will ich auch gar nicht wissen. Hast du vorher eine Ausbildung gemacht? Nein. Nein. Das heißt, du musst richtig dann von unten anfangen? Ja. Irgendeinen Job suchen und... Was sind deine Gefühle diesem Mann gegenüber? Hass. Hass, voll Hass. Ja. Mhm. Ärgerst du dich, dass du nicht schon früher den Schritt unternommen hast? Raus? Ja. Mhm. Wie geht das jetzt? Du hast ja noch viele Sachen, auch persönliche Gegenstände in der Wohnung. Ja, das muss ich über den Rechtsanwalt machen. Mhm. Du hast ja gar nichts. Weil ich da auch Angst habe. Ja. Aber wenn da der Rechtsanwalt hingeht, dann brauchst du ja keine Angst zu haben. Oder? Ja, ich muss ja da mit. Achso, da musst du mit. Mhm. Mhm. Kann da nicht eine Frau aus dem Frauenhaus dich begleiten? Doch. Da geht dann auch Polizei mit. Mhm. Aber dennoch, verstehe ich, hat man natürlich Angst und dann siehst du ihn wieder und das ist schon schwer. Das glaub ich. Ja. Aber ich muss dir sagen, Tanja, ich finde das sehr gut, dass du es gemacht hast. Nämlich genau das hätte ich dir auch empfohlen zu tun. Du bist natürlich jetzt am Boden zerstört, weil du so eine schlimme Zeit hinter dir hattest. Aber jetzt kann das eigentlich nur noch bergauf gehen, wenn es auch erstmal sehr schwierig noch ist. Aber du bist aus der Hölle raus. Und du bist von dem Schwein weg. Ja. Du bist von dem Schwein weg, so muss man es sehen. Hast du manchmal so Gedanken, wie konnte ich mich überhaupt in den verlieben? Ja. Tja, aber er hat sich gut verstellt und hat am Anfang eben sein wahres Ich nicht gezeigt. Ne? Ja, das stimmt. Mhm. Jetzt hast du deine beste Freundin ja auch verloren durch diesen Vorfall, den du gerade erzählt hast. Gibt es denn noch Menschen, die dir so ein bisschen danach, wenn du aus dem Frauenhaus rauskommst, die dir dann auch zur Seite stehen? Freunde oder Verwandte oder Eltern oder? Nein. Niemand, du bist ganz alleine. Ja. Mhm.
Also das ist wirklich eine schwierige Lage. Dennoch finde ich gut, dass du den Schritt unternommen hast. Es kann wirklich jetzt nur noch bergauf gehen, Tanja. Ich hoffe. Du bist ganz traurig, ne? Ja. Mhm. Gibt es da in einem Frauenhaus, sind da auch Psychologinnen, die den Frauen so ein bisschen helfen in der Lage? Die direkte Psychologin, nein. Mhm. Sozialarbeiterin, ja, aber die haben auch nicht die Zeit, sich dann mit jeder Frau hinzusetzen und... Verstehe. Ich weiß nicht, ob wir dir noch darüber hinaus noch ein bisschen helfen können. Das weiß ich nicht. Aber ich möchte auch dir, da du so traurig bist und so angeschlagen, auf jeden Fall jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Mit der Simone. Da kannst du auch noch ausführlich ein bisschen reden. Ja, das wäre gut. Vielleicht kann man ja auch noch was überlegen, darüber hin, was über die Frauenhausbetreuung hinaus, dir vielleicht noch ein bisschen Gutes getan wird. Ja. Aber nochmal Gratulation, dass du den Schritt gemacht hast. Ich sage das ganz ehrlich, weil ich weiß, wirklich, weil ich weiß, wie schwer das auch für Frauen ist, diesen Schritt zu machen. Und er ist so wichtig für ein neues Leben. Das ist jetzt der erste Schritt in ein neues Leben. Und ich bin ganz sicher, wenn wir beide uns in einem Jahr wieder unterhalten, wirst du viel, viel stabiler auf den Beinen stehen. Und dann wirst du sagen, ich werde mich auf jeden Fall nochmal bei dir melden. Würde mich sehr freuen. Würde mich wirklich sehr freuen, Tanja. Und nochmal Kompliment an dir, du machst eine super Sendung. Das ist lieb, dass du sagst. Ich sehe gerade hier auf meinem Computer, dass meine Psychologin gerade noch ein bisschen beschäftigt ist. Die ruft jetzt nicht sofort zurück, aber die ruft dich in den nächsten, sagen wir, 15 Minuten zurück. Ne? Also nicht, dass du jetzt denkst, wenn wir nicht sofort zurückrufen, wir haben dich vergessen. Wir haben dich nicht vergessen. Wir melden uns ein kleines bisschen später. Okay, alles klar. Alles Liebe von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heißt Vertrauensbruch. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wenn ihr mir erzählen wollt, dass jemand euer Vertrauen missbraucht hat, oder wenn ihr mit mir sprechen wollt, dass ihr das Vertrauen, so einen Fall hatten wir noch gar nicht, dass ihr das Vertrauen eines anderen Menschen missbraucht habt und euch vielleicht schwach ärgert im Nachhinein, dass ihr das getan habt, dann meldet euch bei mir 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis, den ich die ganze Woche ja schon euch gemacht habe für Samstag. Samstag ist Prominententag bei uns. Mein Gast ist Nicole. Unsere große Grand Prix-Sängerin Nicole ist bei mir in der Sendung um 23.45 Uhr hier im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne auch mit Nicole sprechen wollt, ihr Fragen stellen wollt, euch mit ihr unterhalten wollt, egal über was, dann meldet euch am besten schon per Mail an unter domian@wdr.de und schreibt auf die Mail bitte auch eure Telefonnummer und kurz eure Frage oder euer Anliegen. So, hier ist Fabian. Fabian ist 26 Jahre alt. Hallo Fabian. Hallo Domian. Der erste Mann heute, genau. Der erste? Ja, heute der erste Mann. Mhm. Okay, ich habe gerade das eingeschaltet. Hab gesehen, dass ihr Vertrauensbruch als Thema habt. Ja. Und also ich wohne hier seit September mit einem Mitbewohner in einer Wohnung. Mhm. Und der ist 20 Jahre ungefähr älter als ich. Und dann sind so Geschichten aufgekommen und hat immer was sehr viel erzählt und sehr nett und sehr toll alles. Und es ist rausgekommen, dass es alles erstunken und erlogen ist. Was der Typ dir erzählt hat? Ja. Wie bist du überhaupt an ihn herangekommen, an diese Wohnung? Ein Arbeitskollege von mir. Also ihr beide habt so eine Art WG? Wir haben so eine Art WG. Und du hast ein Zimmer gesucht und der hat gesagt, hier, pass auf, hier ist was frei. Wir haben uns bei uns in der Agentur getroffen und haben dann gesagt, ey, lass uns suchen. Wir haben gerade beide unsere Beziehung beendet gehabt und haben uns dann zusammen eine Wohnung gesucht, ja, was auch alles erfolgreich war. Ja. Was ist die heftigste Lüge, die er dir aufgetischt hat? Sein AIDS-kranker Bruder, seine 27 Pferde, sein Sohn, die behinderte Tochter, der Krebs von unserer Putzfrau. Ja, also kannst du dir aussuchen. Ja, also richtig schwerwiegende... Was du möchtest, ja. Mhm. Und das habe ich jetzt vor 2 Wochen angesprochen. Wie hast du es denn rausbekommen, dass das alles gestummt und erlogen ist? Ach Gott, einfach zugehört und mit Leuten gesprochen. Mir kam das irgendwann mal spanisch vor. Mhm. Und habe dann einfach mit Leuten gesprochen und dann gefragt, was die für eine Geschichte wissen. Mhm. Und dann hat nichts übereingestimmt. Und
Dann gab es was über unsere Arbeit und dass irgendjemand eine Abmahnung bekommen hat. Dann habe ich die Person darauf angesprochen. Und dann war das halt so ein Selbstläufer, dass ich halt mit den Leuten, die in seinem Vertrauen sind, einfach mal mich hingesetzt habe, mit denen gesprochen habe. Mhm. Einfach das, was ich wusste, also auch, weiß ich, was man, wo man normalerweise nicht drüber spricht, dass man halt sich einfach hinsetzt, mal drüber redet, hey, was weißt du, was weiß ich. Und so kam das irgendwie so peu à peu raus, das ja. Stimmt hinten und vorne alles nicht. Ja, innerhalb von einer Woche. Hast du ihn, wie lange wohnt ihr jetzt zusammen? Seit September. Seit September. Hast du ihn damit konfrontiert? Ja. Das, und? Ja, nach kurzem Ableugnen habe ich gemeint, das bringt nichts zu leugnen, ich weiß, dass du lügst. Mhm. Es tut ihm wahnsinnig leid, er ist froh, dass ich es rausgefunden habe. Warum hat er gemeint? Er hat mir gesagt, dass es ein traumatische Erlebnisse in seiner Vergangenheit sind. Also es ist nichts, also es ist wirklich ein netter und lieber Mensch, weil ich mag ihn ja auch. Mhm. Aber das waren irgendwelche Situationen oder halt tragische oder traumatische Momente in seinem Leben, die ihm sein Leben nicht lebenswert macht. Mhm. Dass er immer dran denkt, sich umzubringen, aber es auch nicht tun wird. Das ist es schon. Und hat er das getan, um sich darzustellen, denke ich. Ja, ich würde gerade sagen, um sich wichtig zu machen, um sich interessant auch zu machen. Ja. Er sagt, dass Menschen nicht so nah an ihn rankommen. Hat er auch etwas gemacht? Ich meine, er hat dich belogen, weil er dir Geschichten über irgendwelche Leute erzählt hat, die stimmen nicht, die Geschichten. Hattest du auch einen, abgesehen davon, dass du belogen worden bist, auch ging es noch näher an dich heran, dass du durch eine Geschichte auch persönlich wirklich einen Nachteil hattest? Also ein Nachteil soweit, dass ich mir eine Meinung gebildet habe über andere Leute, die nicht dem entsprechen. Mhm. Also einfach gerade auch zu meinem Arbeitgeber sozusagen. Mhm. Ich habe das nicht gerade ganz verstanden. Arbeitet er auch in deiner Firma? Ja. Ah ja. Mhm. Ja. Mhm. Das ist halt so irgendwie, das war krass und ich habe ihm einfach gesagt, dass ich, wenn er Lügen über mich erzählt, dass es dann ganz große Probleme gibt. Genau, so kann es ja auch dann weitergehen, ne? Ja, wenn er dich. Das weiß ich ja nicht, das habe ich jetzt nicht rausgefunden. So, wie ist jetzt die, wie lange liegt das zurück, dass du ihn damit konfrontiert hast? Zwei Wochen. Wie ist die Stimmung jetzt in den letzten zwei Wochen? Ich habe ihn kaum gesehen. Also wir haben eine große Wohnung. Ja. Jeder hat seine Zimmer, es gibt Gemeinschaftszimmer, jeder hat seine zwei Zimmer. Mhm. Also, dass man sich alle paar Tage mal Hallo sagt. Mhm. Mhm. Ist das jetzt so, dass du der ganzen Sache nochmal eine Chance gibst? Also ich mag ihn als Menschen. Wenn er mir das so, also ich, klar, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja gut, aber auch wer einmal einen Fehler macht, dem sollte man eine Chance geben. Ja, klar, ich mag ihn ja als Menschen. Mhm. Aber natürlich ist man dann skeptisch und vorsichtig und das ist natürlich jetzt alles irritiert, ne? Verstehe ich auch. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, ganz einfach. Aber letztendlich ist es ja auch kein Freund von dir, sondern es ist einfach eine WG, ne? Es wäre noch schwieriger, wenn es ein guter Freund von dir wäre. Ja, wir haben uns schon eigentlich relativ gut befreundet in der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben. Wir haben viel zusammen gegessen oder mal auch zusammen was gemacht. Von Ikea fahren bis weiß ich was. Ja. Also normale Sachen einfach. Ja, sicher. Mhm. Hat der denn macht er das schon lange? Hat er das erzählt? Ist er schon lange so ein... Also ich habe Geschichten rausbekommen, dass das die letzten Jahre Tut er denn was dagegen, wenn da irgendwas? Er sagt, er geht zu einer Psychologin. Glaubst du ihm das? Weiß man auch nicht. Nein, glaube ich nicht. Mhm. So, das heißt, du guckst dir die Sache jetzt eine Weile an. Ja, dann sitze ich hier, ne? Dann sitzt du da in der neuen Wohnung. Die Wohnung gefällt dir? Ist ein Traum. Ist ein Traum. Ein absoluter Traum, die Wohnung. Mhm. Und dann wirst du irgendwann abwägen müssen, Wohnung oder Typ, ne? Ja, alleine kann ich hier nicht. Nee, dass du irgendwann sagst, wenn es zu heftig ist und er wieder anfängt und die Stimmung so kaputt ist, dass du dann irgendwann ausziehen musst. Nee, ich werde hier nicht ausziehen. Dann muss er ausziehen. Ja, das wird schwierig. also du bist fest entschlossen, das erstmal durchzuziehen. Ich schaue es mir einfach an. Also es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwie aus einer Geschichte rauszukommen. Mhm. Denke ich auf jeden Fall. Aber ich weiß, ist dir schon mal sowas vorgekommen? Nee, so krass nicht. So krass nicht. Also wirklich von Krebs, von der Putzfrau bis zum... Ja, schlimm ist das. Und da muss ja schon wirklich eine gravierende Störung bei ihm sein, dass er das macht. Ja. Da kann man wirklich nur hoffen, dass er wirklich bei irgendeinem Fachmann ist, der ihm hilft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du halt sehen, dass es irgendwie auf eine funktionale WG runterfährst, die ganze Verbindung und dann... Ja, aber das ist es ja. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch keine Lösung für Zeit, man will ja auch ein nettes Zuhause haben. Ja, natürlich, ja. Also, okay, geben wir ihm eine Chance, es ist alles sehr frisch und beobachte die ganze Sache mal die nächsten Monate und dann müssen Konsequenzen gezogen werden, wie auch immer. Na klar. Ja.
Lieber Fabian, alles Gute. Danke dir, Domian. Tschüss. Schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Und weiter geht's jetzt mit der Patti. Der Patti. Ja, hallo. Hallo Patti, 33 Jahre alt, hallo. Ja, richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist dein Vertrauen missbraucht worden? Mein Vertrauen selber ist missbraucht worden und ich habe auch Vertrauen von meiner Familie dadurch dann missbraucht. Was ist für dich der Schlimmere? Dass es im Zusammenhang steht. Dann erzähl mal. Also angefangen hat bei mir, dass ich als kleiner Säugling schon 2,5 Monate ins Heim gekommen bin. Mhm. Und mit 1,5 Jahren zu meiner heutigen Familie. Also deine leiblichen Eltern haben dich weggegeben? Die haben mich weggegeben. Warum? Das ist unbekannt. Mhm. Und damit fängt es also schon an, dass also meine Adoptiveltern überhaupt keinen richtigen Zugang zu mir hatten. Mhm. Also die haben keinen gefunden. Eigentlich könnte man ja sagen, okay, das Mädel ist so klein adoptiert worden, das ist wie unser eigenes. Aber das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, weil die ersten 1,5 Jahre, die ich im Heim verbracht habe, da schon dieses Urvertrauen nicht aufgebaut mhm. werden konnte. Mhm. Ach so, du warst dann wie alt? Ich war knapp 2, bevor ich zu meinen Adoptiveltern kam. Mhm. Mhm, genau. Und die Familie, die hatte Bekannte. Also ich war dann schon ein Stückchen älter und die hatten Söhne. Mhm. Und einer davon hat also sexuellen Missbrauch mit mir gemacht, mhm. mehrmals. Wie alt warst du da? Ich glaube, das erste Mal war ich 5 und das ging etwa bis zum 8., 9. Lebensjahr. Mhm. Wie alt war der Junge? Der war damals, glaube ich, 12. Also er war seine ersten sexuellen Handlungen. Mhm. Und ich habe das nicht mitgekriegt, weil ich irgendwo Anlehnung, Geborgenheit und Schutz das alles gesucht habe. Und das hat ein Junge gemacht? Das war einer. Mhm. Das war einer. Und irgendwann hat die Familie sich aber nicht mehr mit denen getroffen. Ich weiß nicht warum. Und wir hatten keinen Kontakt mehr. Dadurch hatte das nachgelassen. Ich war aber mittlerweile so schlimm geworden in meinen Verhaltensauffälligkeiten, Therapeuten, die nicht weiterhelfen konnten, dass meine Eltern mich also mit, ich glaube 14 war ich, wieder ins Heim gegeben haben. Mhm. Das war für mich wieder so ein Weltuntergang. Mhm, das glaube ich, ja. Wo ich dann mit 15 angefangen habe, an mir selber zu schnippeln. Mhm. SVV nennt sich das. Mhm. Also Selbstzerstörung. Richtig. Irgendwas aufzuschneiden an den Armen mit einer Rasierklinge. Rasierklinge an meinen Arm, richtig. Mhm. Und das war dann immer so, wenn der Druck am größten wurde. Mhm. Und im Heim selber ist es mir dann also auch passiert, dass ich Sachen mit mir habe machen lassen, wo ich heute weiß, dass es sexueller Missbrauch ist. Ja. Also du bist richtig rein in den Strudel so richtig reingekommen. Ja, richtig. Das lässt mich jetzt erahnen, wie dein Vertrauen missbraucht worden ist. Das hast du gerade am Anfang gesagt, dass du auch das Vertrauen anderer Leute, dass du wiederum das Vertrauen missbraucht hast. Inwiefern? Ja, ich habe meine Eltern, mit denen ich ja trotzdem Kontakt hatte und auch später war auch der Kontakt wieder besser. Also die Adoptiveltern, ne? Meine Adoptiveltern, mhm. immer wieder ungewollt oder verletzt, weil ich dann selber verletzt war, vor den Kopf gestoßen mhm. mit Argumenten, ihr seid ja nicht meine Eltern und ihr habt mir gar nichts zu sagen und ich will euch nicht, was die natürlich auch sehr verletzt hat. Mhm. Na? Wie ist denn, du bist jetzt 33, habe ich gesagt. Wie ist dein Verhältnis heute zu den Adoptiveltern? Mittlerweile ganz, ganz schlecht, weil ich also die letzten 4 Jahre in einer Beziehung gelebt hatte mit häuslicher Gewalt. Mhm. Nach meiner Scheidung bin ich da reingeraten. Und das Ganze war also wirklich mit Polizeieinsatz und Krankenhausaufenthalten und Therapieversuchen, also richtig Fernsehlife. Mhm. Und das ist dann so schlimm geworden, dass ich also fluchtartig innerhalb von 14 Tagen nach einem Urlaub mit meinen Eltern Berlin verlassen habe. Nach einem Urlaub mit deinen Eltern? Ja. Mhm. Und das war der absolute Vertrauensmissbrauch meinen Eltern gegenüber. Ach so, dass du dann weggegangen bist? Ja, weil meine Eltern mir versucht haben, da zu helfen. Ach so, warum bist du von den Eltern weggegangen? Das heißt, du warst in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Aufgrund dessen, so wie du es gerade beschrieben hast. Die Eltern wollten dir helfen und du bist aber weggegangen von denen. Warum? Ich habe es zugelassen. Sie haben mich ja mit rausgeholt. Sie haben mir geholfen, eine neue Wohnung einzurichten für mich und meine Tochter. Und aber ich bin dann innerlich so eingebrochen, dass ich dadurch meinen Job verloren habe, dass ich mich zu Hause verkrochen habe
Und der Typ hat mich auch nicht in Ruhe gelassen. Das heißt, die Eltern sind auch sehr enttäuscht von dir, dass du dann weggegangen bist, ganz ja. einfach. Hm. Wie findest du, hast du eine Idee, wie du jetzt eine Lösung findest, vielleicht wieder in Kontakt zu kommen mit den Eltern? Also mit meinem Vater habe ich mittlerweile wieder Kontakt wegen meiner Tochter. Mhm. Aber an meine Mutter komme ich überhaupt nicht ran. Die hat mir zum Abschied noch gesagt, dass ich für sie gestorben bin und das ist also das Schlimmste für mich. Mhm. Machst du denn, das klang mir gerade auch so ein bisschen ambivalent, ja, ich habe das nicht so ganz richtig verstanden. Mhm. Machst du deinen Eltern schon auch Vorwürfe, dass sie dich als Kind eben nicht so behandelt haben, wie du hättest behandelt werden müssen? Dass sie vieles nicht bemerkt haben. Mhm. Zum Beispiel auch diese Geschichte mit dem Jungen, die du gerade erzählt hast. Ja, richtig. Mhm. Mhm. Und damals ist es ja nun wirklich so gewesen, man sagt nichts, es ist verpönt und ja. Ich war, wie gesagt, ja schon so schwierig, wer glaubt einem da schon? Ja, ja. Dieses übliche Argument, was ich heute auch die ganze Zeit in der Sendung schon höre bei dir, wer glaubt einem da schon? Das zieht sich da also wirklich durch. Wie du das jetzt so dein Leben in der kürzeren Zeit hast schildern können, hast du eben auch sehr viel Pech gehabt, ne? Ja. Sehr viel Pech. Und das ist dann irgendwie so eine Verkettung bis heute von unglücklichen Umständen. Und du auch bisweilen reagierst, wie du eigentlich gar nicht reagieren würdest wollen vielleicht, wenn du klaren Kopfes wärst. Aber richtig. Ne, so kann man es vielleicht ausdrücken. Richtig, tue ich leider Gottes. Mhm. Ja, du hast ein Kind, hast du gerade gesagt. Ja, eine 8-jährige Tochter. Ja. Und die wiederum möchte Kontakt zum Opa haben? Ja. Ja. Und die verstehen sich auch gut, die beiden. Das ist kein Problem. Die fährt da auch in den Ferien hin und... Was ja schon mal gut ist, ne? Lass uns mal in all dem ganzen Dramen mal was Schönes und was Gutes sehen. Also da gibt es eine Verbindung, die ist gut. Die Kleine mag den Opa und der Opa mag die Kleine. Ja. Ist schon mal wichtig. Sollte man hegen und pflegen, das Ganze. Vielleicht wird darüber ja auch die Mutter nochmal aufgeweicht und auch vielleicht vergibt sie dir auch. Weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, da passiert nicht mehr wirklich viel, weil das sind jetzt schon nach knapp 7 Monate. Mhm. Und wenn ich anrufe, legt sie also auch auf. Mhm. Aber mit deinem Vater redest du? Ja. Mhm. Weißt du, wie die das dann auf die Reihe kriegen? Ob die untereinander auch dann Stress kriegen, weil er mit dir redet und sie will nicht mit dir reden? Mhm. Nein, sie kriegen keinen Stress. Mein Vater versucht da zu vermitteln. Mhm. Nur, ja, ich sag immer, da gehören immer zwei zu, sag ich mal, dass es so weit kommt und passiert. Und wenn du nochmal, ich meine, dir tut es ja leid, dass es so gekommen ist. Ja, natürlich. Mhm. Aber es war für mich die einzige Möglichkeit, auf Deutsch zu überleben. Und wenn du ihr das nochmal vielleicht per Brief nochmal so erklärst und gleichzeitig dann auch um Verständnis bittest und auch zum Ausdruck bringst, dass dir auch daran gelegen ist, dass es doch wieder gut wird, wäre das eine Möglichkeit? Weil jetzt seid ihr beide so verkantet. Also, völlig verkantet. Ne? Zwei Fronten. Auch nicht. Und vielleicht versteht sie gar nicht so richtig, in welcher Lage du warst, dass du so gehandelt hast, wie du gehandelt hast. Das kann man ja manchmal in einem Brief viel besser aufschreiben, in Ruhe, als so in so einem direkten Gespräch. Zumal sie ja gar nicht reden will im Moment. Hm. Ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Versuch es doch mal. Es geht um eure Zukunft. Ich würde auch mal an das Kind denken. Ist es natürlich für deine Tochter auch schöner, wenn die Mama auch mit den Großeltern Kontakt hätte. Hm. Ne? Letztendlich ist es natürlich für alle ein entspannteres Leben. Mm, ja, stimmt, hast du recht. Versuch's mal. Jo. Alles Gute. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Katrin und Katrin ist 27. Hallo Katrin. Hallo. Dein Vertrauen ist missbraucht worden? Ja, mein Vertrauen ist missbraucht worden. Ich habe meinen Lebensgefährten vor 4 Jahren kennengelernt. Und habe damals herausgefunden, auch durch meine Ausbildung, dass er krank ist, dass er manisch-depressiv ist. Mhm. Und habe ihn dann in eine Klinik gebracht und er ist dann auch behandelt worden und das Ganze kehrte sich zum Guten. Mhm. Ich bin dann zu ihm gezogen in eine andere Stadt aus dem süddeutschen Raum, also in eine Stadt im Ruhrgebiet zu ihm gezogen. Und ja, und das Ganze sah relativ positiv aus. Dann war aber klar, dass er durch diese Dinge, die er getan hatte in der Vergangenheit, die mit einem Konkurs auch zusammenhängen, eine Straftat, also einen Betrug begangen hat. Mhm. Er hat aus seiner eigenen Firma Geld entwendet und deswegen ins Gefängnis musste, in den offenen Vollzug. Durch seinen Status, den er hat, beruflich hat er den offenen Vollzug bekommen und durfte weiterhin zu Hause arbeiten. Das ist letztes Jahr im August gewesen. Mhm. Und
Ich habe ihm wieder vertraut. Ich habe gedacht, es geht aufwärts. Ich habe zwar auch gemerkt, dass er seine laufenden Kosten nicht in den Griff bekommt, aber wir haben ganz getrennte Kassen auch aus dem Grund. Also ich führe mein eigenes Konto und ich bin finanziell unabhängig von ihm. Und wir leben jetzt seit letztem Jahr bei seinen Eltern in einem Haus. Ich muss dazu sagen, mein Lebensgefährte ist viel älter als ich. Wie alt ist er? Er ist 44 und ich bin 27. Ja. Ist der Strafvollzug beendet? Nein, jetzt kommt ja das Schlimme. Also es ist so, dass er vor 2 Wochen von einer Stunde auf die andere in den geschlossenen Strafvollzug gekommen ist. Warum? Weil er seinen beruflichen Status erfunden hat über 10-12 Jahre. Das ist praktisch aufgerollt worden nochmal. Aha. Also sein Diplom besteht nicht. Aha. Das ist gefälscht. Und während dieser Zeit im offenen Vollzug hat er wieder sehr viele kleinere Sachen auch gemacht. Er hat also Autos bestellt, die er nicht bezahlen konnte. Das heißt, es sind Schulden wieder gewachsen? Oder hat er noch Schulden? Er hat noch sehr viel Schulden. Er hat noch, wie viel? Ja, er wollte eigentlich irgendwann mal in ein Insolvenzverfahren auch gehen. Mhm. Und er hat auch die Möglichkeit, durch seinen Beruf sehr viel Geld zu verdienen. Aber er hat es eben wieder nicht geschafft. Ja. Er hat versucht, sich selbstständig zu machen. Er hat es wieder nicht geschafft, das seriös zu tun. Und hat sogar während des offenen Vollzuges, hat er Sachen gemacht, die er eigentlich nicht machen durfte. Ja, er kam jeden Tag Pakete an, in hohem Warenwert. Und ich habe das so halb mitbekommen, aber man will das dann auch irgendwie nicht wahrhaben. Und er hat das komplett bestritten und hat gesagt, es ist alles im guten Bereich und genau, ich mache immer nichts. Wieder. Er hat auch gesagt, er würde sein Lithium nehmen. Das nimmt man, wenn man manisch depressiv ist. Und das stimmte alles nicht. Das hat er also abgesetzt, dieses Lithium. Ja. Und also es ist praktisch, das sind so viele Lügen. Wie hoch sind die Schulden denn? Ich kann es nicht genau sagen. Ich vermute mal, dass es ungefähr eine halbe Million Euro sind. Also wenn man alles mitrechnen würde. Das heißt, du hast dich da so richtig in den letzten Jahren reingekniet. Hast sehr viel gemacht, bist du da? Das Schlimme ist, ich mache jetzt sehr viel und ich habe das Gefühl, ich breche bald zusammen. Mhm. Also ich mache wahnsinnig viel. Ich habe ständig Termine mit seinem Anwalt. Und Aber ist nicht irgendwo jetzt der Punkt gekommen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin jetzt so enttäuscht, ich lasse ihn jetzt fallen? Das Problem ist, ich bin von meiner psychischen Konstitution her auch nicht sehr stabil. Also ich habe Verlustängste, ich leide darunter und ich habe Angst, Menschen zu verlieren. Und aus dem Grund, wir haben auch eine sehr schöne Zeit und wir haben eine tiefe Seelenverwandtschaft so zusammen. Aber wahrscheinlich, weil du diese Verlustängste hast oder dass du die hast. Ja, wir sind so co-abhängig voneinander. Moment, ich wollte sagen, das wird ja schon lange, lange gewittert oder gewusst haben. Und hast dich deshalb auch all das herausgenommen, dir gegenüber, weil er ahnt und weiß, das kann ich mit... Ja, er wird mich nicht verlieren. Ja, das kann ich mit der machen. Mhm. Ja, und es ist einfach auch so, dass mich die Situation jetzt auch überfordert und ich mir nicht mehr genau weiß. Also ich weiß nicht, ob ich ausziehen soll oder ob ich... Katrin, die Sendung ist jetzt gleich rum. Ja. Das ist ein bisschen misslich, aber wir rufen dich auf jeden Fall gleich nochmal an. Ja. Ich wollte nur von meiner Seite aus nochmal sagen, aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, finde ich... Natürlich, intuitiv würde ich fast sagen, du musst von dem Mann weg. Aber was ich hundertprozentig sage, ist, dass du Hilfe an deine Seite brauchst, um eine für dich gute Entscheidung zu treffen. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Ja, okay? Danke. Bis gleich, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Uwe Petersen, morgen gibt's wieder eine Sendung. Bis dahin, tschüss.